Guten Morgen! Heute haben wir den 8. Dezember. Heute kommt meine Friseuse. Ui. Bisschen neue Farbe, neuer Schnitt. Bin alles schon wieder etwas zu lang. Dann kann nämlich der Weihnachtsmann kommen. Ja, Heiko und Tino werden auch die Haare noch geschnitten, nachher gleich. Und ich werde mir jetzt mal noch einen Kaffee machen. Da ist die Mama. Noch einen Kaffee. Tino futtert schon wieder einen Toast. Wie immer. Und so sonst ist es. Tino und sein Toast. Muss doch nicht mal was drauf sein. Hauptsache, es ist ein Toast. Der Rest ist total egal. Er hat was am frühen Morgen. Auch mal so. Nicht doof. Hauptsache Toast, ja? Guck mal. Hier. Ah. Hauptsache Toast, der Rest ist. Ich versuche es nachher mal zwischendurch noch ein bisschen zu filmen, wenn die Friseuse da ist. Ich hoffe, ich schaffe es, wenn Kadi da ist. Immer mal so ein bisschen, ich werde sie nicht mit draufnehmen, nur halt so ich selber oder Heiko oder Tino halt. Darum. Ja, Schatzi, was ist denn los? Mama. Was denn? Mama? Was denn? Nachher werde ich euch noch meine Weihnachtsdeko zeigen. Ich habe gestern total vergessen, weil wir erstmal meine Eltern noch waren, dann mein Programm, mein Bildungsbearbeitungsprogramm mitgemacht hat, aber das Video nicht vollständig war. Ja, dann gab es noch ein bisschen Stress bei uns. Und daraufhin habe ich das gestern total vergessen. Hab nur noch dann zur Ablenkung bis an dem Eiffelturm rumgebastelt. Toast? Toast. 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 Das ist Mamas Kaffee. Mamas Kaffee kommt da raus. Mal gucken, ob Kati kommt. Keiner da, mein Schatz. Keiner da, keiner da, keiner da. Du hast einen Toast in der Hand, mein Schatz. Alle, genau. Alle. So. Kannst du herdrücken, wenn Kati kommt, ja, mein Schatz? So sehe ich jetzt aus mit Farbe und Alufolie auf dem Kopf. Und die alle Haare sind jetzt nicht schick und nicht ganz eingepinselt. Muss nochmal Farbe angerührt werden und dann gucken wir mal. Braune und blonde Strähnen. Ich bin gespannt, wenn es fertig wird, wie es aussieht. Hi, Mama. Tino, bringst du mir die Werbung? Bring Mama mal die Werbung, komm, mein Schatz. Genau, oder mach kaputt. Das ist nur. Genau, von dem Handy. Das war der Computerladen. Ist egal, kann weg. Nee, kann nicht weg. Du hast einen Computer, reparier den erstmal, wenn denn. Ja, den will ich auch mal abbringen. Ja. Irgendwann. Den großen Tor. Tino beim Haare schneiden. Alles gut, alles gut. Alles gut, mein Schatz. Na, es wird ganz, ganz schick. Ganz toll machst du das. Dann freut sich der Weihnachtsmann, wenn er kommt. Die Kinder werden morgen gucken im Kindergarten, mein Schatz. Fertig. Ich find's geil. Also richtig genau so, wie ich es haben wollte. Schön kurz hier alles. Richtig, ich finde es geil. Ich finde es richtig toll. Und mit den Strähnen hier. Hat es richtig super gemacht. Genau so. Mein Chef wird, denke ich mal, nachher sehr geschockt sein. Die Haare waren in der wirklich jetzt sehr lang noch. Und jetzt sind sie ja wirklich richtig kurz. Aber ich finde es gut. Haben vielleicht einen neuen Termin gemacht für nächstes Jahr vor meinem Geburtstag. Damit die Haare da auch wieder schick sind. Weil ich glaube, wenn jetzt wieder ein bisschen länger sind, dann wird schon langsam ein bisschen problematisch. Denn für den Style wahrscheinlich, ich muss ausprobieren erstmal alles. Tino schiebt in leeren Karton durch die Gegend. Wie immer. Tino und sein Karton. Schiebst du gerade an welche Gegend?
Da sind Kartoffeln drin. Die nur auch Fashion-Haarschnitte, Heiko auch Haare geschnitten. Das ist alle jetzt schick. Jetzt kann echt der Weihnachtsmann kommen. Heiko macht Essen. Nudeln mit Tomatensoße. Sieh mal, Löffel. Mach mal kosten hier. Wir kosten mal. Ja, aber keine Ahnung. Naja, ich verfeine das mal noch ein kleines bisschen. Auch schon beim Kochen? Ja, ich bin jetzt wieder auf dem Weg zur Arbeit. Tino schläft, wir haben es jetzt um 1. Da wird sicherlich eine ganze Weile noch schlafen. Wird sicherlich nachher wieder ganz doof gucken, dass ich jetzt wieder nicht da bin. Er guckt aber ein bisschen doof. Er hat jetzt, glaube ich, bis kurz bevor ich losgemacht bin, hat er nicht geschlafen. Wir haben ihn schon vor einer Stunde ungefähr hingelegt, oder noch eher. Es war 11:30, ja. 11:30 ungefähr haben wir ihn hingelegt. Und er hat jetzt bis eben, ich glaube, bis 12:30 ungefähr hat er nicht geschlafen. Er hat immer nur in seinem Kinderzimmer rumgealbert. Er hat eine Rassel habe ich gehört und alles, was in seinen Rum erzähle. Naja. Im Moment ist Schlafen ist ein bisschen schlecht. Er reibt sich zwar auf die Augen, aber er schläft nicht wirklich ein. Das ist ein bisschen ungünstig mit ihm im Moment. Ich hoffe, im Kindergarten klappt das morgen, dass er da nicht allzu lange wach ist. Ja, wir haben jetzt gerade Abendbrot gegessen. Bin jetzt auch schon eine Weile wieder zu Hause. Wir haben es jetzt 7:30 schon. Ich habe jetzt nach dem Abendbrot noch den Eiffelturm fertig gemacht. Ich habe gestern mit dem Sockel angefangen gehabt und hatte heute Morgen schon ein Stück noch gemacht gehabt und habe jetzt den Rest noch zusammengebaut. Und jetzt ist er endlich fertig. Ja, soweit ist nichts großartig weiter jetzt passiert. Ich werde euch jetzt noch meine Weihnachtsdeko zeigen. Das hatte ich ja euch gestern schon versprochen gehabt, dass ich euch die zeige. Ich habe es irgendwie wieder vergessen gehabt. Und die zeige ich euch jetzt. So, das ist der erste Teil der Weihnachtsdeko. Hier haben wir eine kleine Winterlandschaft. Die Figuren sind eigentlich weiter vorne, aber Tino schiebt die immer wieder nach hinten. Von der einen Figur hier. Baum kippt um. Fehlt sogar schon der Kopf. Hat Tino schon abgebrochen. Die Bäume sind auch halbwegs wieder gerade. Die waren auch ganz schief. Dann habe ich hier noch aus dem Adventskalender vom letzten Jahr. Waren Rentiere und Tannenbäume. Die habe ich hier vor unserem Fernseher zu stehen. Und auf der anderen Seite habe ich den Weihnachtsmann mit seinem Rentier. Hier oben drüber, über den Fernseher, habe ich jetzt auch so unsere Figuren, die wir haben. Hier sind Teelichthalter. Hier sieht man eigentlich eine Schneeflocke, wenn das Licht an ist. Und hier drüben ein Weihnachtsmann. Allerdings habe ich im Moment keine Teelichter. Die muss ich erstmal welche kaufen. Den Weihnachtsmann da hinten, der dreht sich eigentlich. Aber den hat Tino schon aus Versehen fallen lassen. Der ist schon kaputt gegangen. Ja, hier sind LED-Teelichter drin. Die könnte ich eigentlich nach oben setzen. Ich glaube, ich gleich mal machen. Denn oben sieht sicherlich schöner aus. Die kennt ihr alle schon vom letzten Jahr größtenteils. Weil ich kaufe selten neue Deko. Ja, im Schrank hat sich nicht viel verändert. Da habe ich vor wie meine normale Deko, meine Elfen, ein bisschen was wir zur Hochzeit bekommen haben und meine Gläser. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt hier meine große Elfe zu stehen. Und da oben Sachen von Tino, seine Karte von der Geburt. Den oben machst du jetzt mal scharf. Ja, Tinos Karte von der Geburt, den Zeitungsartikel und so einen kleinen Teddybär, den ich gemacht habe. Und da ist auch sein Armband. Am Fenster haben wir wieder unsere Lichterkette mit den Schneeflocken. Die habe ich vor zwei Jahren bei Ikea gekauft. Für 20 Euro, ob es die jetzt da immer noch gibt. Ich glaube ja. Ich glaube, ich habe die dieses Jahr sogar schon liegen sehen. Die sind bestimmt auch schon gut. Alle. Das war jetzt unsere Weihnachtsdeko. Ich werde jetzt die Videos von vorgestern, von gestern und von heute zusammenschneiden. Ich hoffe, dass ich alles hinbekomme. Auf alle Fälle werde ich die von den letzten zwei Tagen versuchen zusammenzuschneiden. Und das hier, wenn ich die Zeit dazu noch habe, dann mache ich das morgen Vormittag und lade das dann für euch hoch. Ich wünsche euch eine gute Nacht.